Herzlich willkommen zum Starseed-Kongressportal. Mein Name ist Chandri Kalaf. Ich bin Omniversale Diplomatin und hier stationiert, um Verbindung zu schaffen. Heute habe ich die Matrixer bei mir zu Gast. Ich freue mich so. Das Hi. sind Spezialisten. Schön, dass ihr da seid. Wir Danke haben das dir. Thema Starseeds und da bin ich natürlich überhaupt nicht an euch vorbeigekommen, ganz klar. Da seid ihr wirklich die Profis, da habt ihr so viele Infos. Ich muss mir da kurz das ablesen, weil ihr so viel macht. Also Shiva und Jonathan sind wirklich Lehrer von mir, die ich sehr zu schätzen weiß, weil sie mir Sachen beigebracht haben, die mir sonst keiner beibringen kann. Sie sind Spezialisten für Astralreisen, Luzidität, die Matrix an sich. Spirituelle Dissoziation, Superpower, Lichtfalle, paranormale Sachen überhaupt an sich im Allgemeinen. Sie haben eine Matrixer Academy, spannender als jeder Science-Fiction-Film. Und man bekommt super viele Informationen von Ihnen auch über Karma, Reinkarnationsfalle, Aliens, UFOs, Portale. Ich bin begeistert. Hello, Rebel Base 43, can you hear me? This is Matrix Arrival Base 43. We are here. Where are you? We are in the I'm space. Stationed in Bavaria. Where are you? We need help here. I have this portal for starseeds. I need your help. Can you give me an interview, please? We come with our starship. Also Ja, das war was ja meine ich. Werbung ever. Ja. Ja, ich bin tief in der Materie drin. Ja. Ja, was ich von euch jetzt gerne als allererstes wissen möchte, habt ihr selber Erfahrungen mit Hochsensibilität und wie hat sich das auf euch ausgewirkt, im Positiven wie im Negativen? Würde ich eventuell schon sagen, gerade so was Energien angeht, die nehme ich relativ leicht von anderen auf, fühle mich dann auch schnell ausgelaugt oder so und ja, nehme so die Empfindung anderer Menschen wahr und ja, fühle die selber. Ist nicht immer leicht, aber man lernt halt auch irgendwann damit ein bisschen umzugehen. Also in dem Sinne sensibel würde ich schon sagen, ja. Also alles, was Übersinnliches und Empfindung und sowas angeht, schon, Jonathan, ja. wie schaut es dir aus? Ja. Ja, also bei mir ist es so, dass es ganz unterschiedlich ist. Also es gibt Tage, da kann mich einfach nichts beeinflussen. Cool. Ja, und dann gibt es wieder Tage, wo ich dann schon sehr sensitiv bin und dann auch bestimmte Dinge wahrnehme, zum Beispiel, was die Leute um mich herum denken oder fühlen oder dass ich dann auch Besuche aus dem 4D-Bereich wahrnehme, die ich dann manchmal sogar richtig sehen kann, plastisch. Ne? Und ja, und natürlich, man merkt das schon, dass eben Dinge, die eine etwas niedrige Schwingung haben, uns dann belasten. Ne? Das kann auch von der Nahrung her sein, auch nahrungstechnisch gesehen. Ne? Wenn irgendeine Nahrung eine niedrige Schwingung hat oder irgendwelche seltsamen Sachen drin sind, dann merken wir das ziemlich schnell. Und können fast sogar bestimmen, was es ist. Ne? Also wir würden uns auch als Gourmets ziemlich gut machen, glaube ich. Ne? Oder als Leute, die vielleicht irgendwie nicht wissen, welche Substanz sich in einer bestimmten Nahrung oder so befindet. Und wir könnten die dann rausführen. Ja, stimmt. Bestimmt billiger als eine Laboruntersuchung. Ihr seid gute Testimonials quasi für alles Mögliche hier auf der Erde. Ja, das weiß ich schon. Ja, ich würde sagen, wir knallen einfach in das Stasi-Thema rein, weil das mich natürlich am allermeisten interessiert und ich glaube auch unsere Zuschauer. Ich möchte noch kurz erwähnen, dass der Jonathan ja auch so ein Spezialist ist im Zeitlinienbereisen. Er hat ja auch scheinbar eine Zeitlinie mal gewechselt. Da können wir vielleicht auch noch gern drauf eingehen später. Ich würde jetzt wirklich dieses heiße Eisen anfassen und sagen, wo kommt ihr her und wie seid ihr hier gelandet? Was ist eure Aufgabe hier? Wie hat sich das alles aufgebaut?
Ja, das ist schon eine ganz spannende Geschichte. Also seit 2016 wissen wir, dass wir Starseed sind. Ist ein bisschen kitschiger Begriff, ne? Haben wir uns auch gewehrt. Wir machen immer so unsere Witze darüber, ne? Aber das ist so im spirituellen Sektor halt so der bekannteste Begriff. Und darum haben wir gedacht, ja gut, verwenden wir den halt auch, ne? Weil wir würden einfach sagen, das sind eben, ja, Außerirdische, die eben ein Interesse daran haben, die Menschheit zu unterstützen, um aus der Matrix herauszukommen. Und weil die Starseeds ja sehr viel Liebe für die Freiheit und Selbstbestimmung haben, ist ihre Liebe dazu so groß, dass sie auch möchte, dass andere frei sind. Und aus diesem Grund haben sich viele Starseeds, also es sind einige Millionen auf der Erde. Wir sind also keine Einzelfälle. Wir sind also jetzt nicht was Besonderes, ne? Also es gibt schon ein paar Millionen auf der Erde, die eben versuchen, die Frequenz der Erde anzuheben und natürlich die Menschen in einen Aufwachprozess hineinzubringen. Und dabei zu unterstützen. Ja, wo Ja. kommen wir her? Wie sehen wir aus? Wie sind wir hergekommen? Ja, wir haben uns dann ja 2016 in den Kryos liegen sehen, mehrfach, immer wieder, haben uns viel Was unterhalten. sind Kryos für unsere Zuschauer? Was sind Kryos? Oh Gott, oh, vergisst man das? Ja, Kryokapseln, Dani! das sind sozusagen, okay, für Erklärung, du. Also, wir kennen ja diese VR-Brille, die es Ja. im Handel gibt. Die setzt du auf und dann bist du in einer anderen Welt. Und kannst da, was weiß ich, auf Zombies schießen oder durch die Gegend fliegen oder irgendwelche Gegenstände einsammeln und zusammenbauen oder sonstige Sachen. Und jetzt stelle man sich diese Technologie mal so 1000 Jahre weiter vor. Dann hast du nämlich eine Kryokapsel. Das heißt, es ist eine Kapsel, da legt man sich hinein. Die sind so ähnlich wie diese Tiefschlafkapseln, die man aus Science-Fiction-Filmen kennt. Da legt man sich rein und kann über diese Kapsel von einem Raumschiff aus oder von einem Planeten aus sich in die 3D-Matrix, das heißt in unseren Alltag sozusagen hineinhacken und kann sich dann dort einen Menschen aussuchen, der mit der eigenen Frequenz kompatibel ist und tunt sich dann in diesen hinein und übernimmt den. Also das Bewusstsein wird eigentlich an den Körper des anderen, also des Menschen angeschlossen und man nimmt alles aus der Perspektive dieses Menschen wahr. Genau. Und ja, 2016 haben wir eben gesehen, dass wir in diesen Tiefschlafkapseln liegen, Kryokapseln, wie wir sie nennen, und immer wieder. Und ja, über die Jahre kam halt immer mehr Informationen dazu, dass wir eben auch von Sirius sind und blau und gut aussehen. Und Selbstverständlich. wer auf Schlümpfe steht, wer auf natürlich. Schlümpfe steht, sieht gut aus, ja, genau. Und ja, dass wir eben hier schon unsere Aufgabe haben, um ja, der Menschheit ja, beim Erwachensprozess zu helfen, sie zu unterstützen mit unseren Informationen, unserem Wissen, was wir so alles erlebt und erfahren haben. Und ja, das ist eigentlich so die Hauptaufgabe im Moment noch, ja. Ja, also 2016, als wir das so langsam herausgefunden haben, durch höhere Bewusstseinszustände, haben wir dann diese Informationen bekommen, haben wir gedacht, nee, das können wir keinem erzählen. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Erstens halten die uns für bekloppt und die, die uns nicht für bekloppt halten, könnten auch die Falschen sein, die das nämlich nicht gut finden, dass wir sowas machen. Und wir dann vielleicht Probleme kriegen könnten. Mit ganzer Elite und so weiter, ne? Und dann dachten wir, nee, das behalten wir für uns, da reden wir nicht drüber. Ja, vor allem wurde uns ja auch gesagt, dass wir auf dem Schirm sind. Also Hypnagog kriegen wir einmal Informationen rein. Und da haben sie eben gesagt, so, ja, ihr werdet beobachtet. Und dann dachten wir, okay, dann halten wir uns mal lieber zurück. Ist schon okay, ist jetzt auch nicht so wichtig. Für die Allgemeinheit behalten wir das mal. Ja, und irgendwann haben wir dann herausgefunden, Jahre später, dass die Falschen das schon längst wissen. Von allen Starseeds. Alle Ja, Starseeds haben sie auf dem Schirm, ganz genau. die sind gesehen, die leuchten ja auch, ne? Ja, und Ja, dann das ist dachten ja. wir, dann ist Ja, egal, dann kann man auch drüber ist auch. reden. Ja. Jo.
Man macht sich viele Sorgen, dass man von irgendwem irgendwo gesehen wird und man ist sowieso durchsichtig irgendwo. Das kennt Ja, genau. man. Genau. Und Ja, haben das Radar. spannend. Hypnagog hast du gerade erwähnt, Shiva. Ist jetzt auch vielleicht so ein Begriff, mit dem die Zuschauer jetzt nicht so viel anfangen können. Ist auch was, womit ihr euch beschäftigt, oder? Das sind Zustände. Das mag ich Erklärung. eigentlich so am liebsten. Das ist so ein Zustand zwischen Wachen und Schlafen. Da fallen natürlich die Filter des Egos alle weg. Und du bist halt verbunden mit dem kosmischen Bewusstsein und kannst halt Fragen stellen, Informationen erhalten, Bilder erhalten. Du kannst in die Zukunft, Vergangenheit, du kannst dir alles zeigen lassen, auch über dich selbst. Ja, und ich nutze das eben immer, um Fragen zu stellen. Sachen, die ich wissen möchte, die mich interessieren, die wichtig sind. Manchmal muss ich keine Fragen stellen. Da kriege ich halt einfach Informationen durch, die gerade relevant sind für uns oder ja, ausschlaggebend sein könnten. Und ja, diesen Zustand nutzen wir gerne, um uns weiterzubilden, sozusagen. Ja, also im hypnagogen Zustand ist eigentlich so im sprachlichen Gebrauch so der Zustand zwischen Wachen und Schlafen, so zwischen Alpha und Theta, ne, kann man sagen. Und da kommt man dann halt in einen Zustand hinein, in dem man dann eben plötzlich offen ist, Informationen zu empfangen. Ja. Und da kommen dann gelegentlich Informationen rein, oder in Shivas Fall zum Beispiel bekommt sie immer Kontakt zu der Stimme. Shiva hört Stimmen, genau. Aber das Interessante an diesen Stimmen sind, die sind jetzt nicht irgendwie Halluzination oder sowas, was manche denken würden, oder kommen aus der unteren Astralebene und erzählen nur Mist oder so. Nee, überhaupt nicht. Also sämtliche Informationen, die bisher an uns weitergegeben haben, beziehungsweise an Shiva, sind tatsächlich so eingetroffen. Das Also fing waren also schon bei ihr mit, keine Ahnung, 6 bis 8. mit 6 bis 8 Jahren fing das schon bei ihr an, als sie noch ein Kind, dass sie solche Informationen bekommen hat. Und die sind alle eingetroffen, die sie bekommen hat. Das ist das Erstaunliche davon. Dass also die Stimme, sage ich mal, tatsächlich in der Lage ist zu sehen, welchen Verlauf unsere Realität hier nimmt. Sonst hätten die das ja nicht so präzise bestimmen können. Und das verblüfft uns eben, weil wir gehen ja davon aus, es gibt immer mehrere Zukünfte und durch Entscheidungen wechselt man eigentlich die Zeitspur. Du triffst dann die Entscheidung an der Kreuzung, die Entscheidung an der Kreuzung. Und im Laufe von mehreren Jahren, ist es ja so, dass du dann viele Entscheidungen getroffen hast. Wie kann es sein, dass diese Stimmen dann das wussten? Also mal als praktisches Beispiel wurde mir als Kind halt schon gesagt, dass ich ihn treffe. Und zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt, der dann auch genauso eingetroffen ist. Oder mit 20 haben sie mir gesagt, ich werde mal in einer spirituellen Gemeinschaft leben. Wo sind wir jetzt? In Paraguay in einer spirituellen. Sowas. Es ist schon Jahrzehnte im Voraus und doch trifft es ein. Und das ist wirklich faszinierend. Das ist wirklich faszinierend. Also. Oh, sehr spannend. Sehr spannend. Dann musstest du, Jonathan, ja quasi. Oh, wie romantisch. Du musstest die Zeitlinie wechseln, um Shiva zu treffen. Ganz genau. Das ist doch tatsächlich so, oder? Es hat ja Qualitäten für einen richtig guten Film. Ja, da kann man einen Film rausmachen, allerdings. Aber hast du das auch Ja, gespürt? War das so ein Drang da auch bei dir? War das tatsächlich auch bewusst, dass du gespürt hast, dass irgendwo eine Person, ich muss jetzt in diese andere Zeitlinie rüber und muss die treffen? Das würde mich interessieren. anderen. Naja, ich kannte Shiva ja zu der Zeit nicht, als ich die Zeitspur gewechselt habe. Also da haben wir gar keine Gedanken drüber gemacht zu der Zeit. Aber kann gut möglich sein, ne? Das, weil wir ergänzen uns sehr gut in dem, was wir tun. Ne? Und kann sein, dass es damit im Zusammenhang steht, auf jeden Fall. Ja. Ja, spannend. Oh, das ist so schön. Man sieht es so, dass ihr euch irgendwie hier verabredet und getroffen habt und hier euren Auftrag ist fast schon zu einfach gesagt, eure Mission zu erfüllen. Was mich jetzt
ganz, ganz stark interessieren würde. Ich habe gehört von diesem Lusch und das sind so Sachen, da habe ich selber auch schon Erfahrungen gemacht. Und dieses Lusch soll ja eine Energie sein. Und das ist jetzt, glaube ich, für viele Hochsensible wichtig, weil man sich ja oft so aufmacht, wenn man so hochsensibel ist. Was ist dieses Lusch und was macht es mit uns und wo kommt es her und was soll das überhaupt? Das ist was das. Also Lusch produzieren wir eigentlich selbst. Und es gibt eben Kräfte, die dafür sorgen, dass wir immer in Dramen gefangen gehalten werden. Durch Spaltung und Trennung. Allein durch die Spaltung Mann-Frau gibt es ja immer Zwist. Und eben durch diese Dramen, die immer da sind, wird die Energie, es ist eigentlich praktisch unsere Lebensenergie, freigesetzt. Und die freigesetzte Energie wird eben über Energiepipelines, Bahnen sowie Ölpipelines eigentlich abgezogen in andere Dimensionen und ja, von Aliens und anderen Wesenheiten genutzt, aber auch von einer höherdimensionalen KI, um eben die Matrix aufrechtzuerhalten. Wir erhalten eigentlich praktisch auch mit unserer Energie die Matrix aufrecht, dass sie so, dass die Realität so stabil ist, wie sie eben ist. Ja, das kann man so grob zu den ja, Energie Pipelines und Lusch sagen, eigentlich sind wir wie die Kühe. Wir werden hier gehalten wie Kühe, um irgendwann geerntet zu werden, sozusagen, oder wie Batterien. Wir sind Batterien eigentlich, ja. Ja, da lag also der Film Die Matrix, kennen ja viele, die lagen da gar nicht so falsch. Auch wenn das alles ein bisschen pompöser und actionreicher dargestellt wird, als unser Alltag vielleicht aussehen mag. Aber da sind auch die Kryokapseln, die darin vorkommen. Nur anders. Ne, die werden ja nur von Robotern erzeugt, um die Menschen besser nutzen zu können. Ist halt auch symbolisch zu sehen. Und das mit der Energie ist ja auch da in dem Film. Vielleicht erinnert sich da nicht jeder, ich weiß nicht, ich auch nicht. Herr Zimmer. Ja, die lagen ja da in Kapseln, weil ja die Menschen haben damals versucht, gegen die KI anzugehen. Genau. Und die Menschen haben ja dann den Himmel verdunkelt, weil die ganzen Maschinen, die KI, ja ihre Energie durch die Sonne bezogen. Und die haben dann die Sonne verdunkelt, die Menschen, und wollten damit der KI eben den ja, den Hauptenergiefluss nehmen. Und dann haben Ja. sich die Maschinen, ja gut, wenn die halt die Sonne verdunkeln, dann fangen wir Menschen ein und nutzen die halt als Batterie. Und das war ja so der Plot in dem Film. Und das ist eben unsere Seelenenergie, unsere, ja, unsere Schöpferkraft, ne, die da genutzt wird. Das Aber ist das ist dieses. auch eine große Chance dann drin, weil wenn ihr jetzt sagt, durch Dramen und das Ganze, was wir aufrechterhalten, bekommen die Energie und davon wird die Matrix gespeist. Das würde ja im Umkehrschluss heißen, wenn wir jetzt beschließen, da nicht mehr mitzuspielen bei diesen Dramen und wie ich momentan immer feststelle, diese 5D-Dementoren zu füttern, das ist von mir jetzt gerade so eine neue Erkenntnis, weil wir da die füttern einfach. Das habe ich so für mich gemerkt. Und wenn wir das nicht mehr machen, also ich spreche jetzt nicht davon, da irgendwas drüber zu klatschen und da nur Licht und Liebe nur noch auszustrahlen, man muss schon seine Schatten anschauen. Aber wenn wir das machen würden, würden da dann quasi die Energie entziehen. Das wäre ja eine Riesenchance, hier die Matrix irgendwie zum Fallen zu bringen, oder? Genau darum Korrekt, geht's. ganz Der genau. persönliche Aufstieg praktisch. Das Ja. Ego immer kleiner zu machen, das Herz immer größer, sozusagen, ja. Also kein, nicht mehr mitspielen, Beobachter sein und alles, ja, aus einer Distanz wahrnehmen. Also man merkt es in der Welt, wie viel Lusch erzeugt werden muss durch alles, was gespielt wird. Wenn alle Menschen eben ja, es nicht persönlich nehmen würden, sich nicht so involvieren würden, nicht ja, mitspielen würden einfach. Genau. Ja, das ist der Trick. Nur, ja, das ist der ganze Trick. Genauso funktioniert die Matrix. Und wenn keiner mitspielen würde, würde die Matrix so nicht mehr funktionieren. Wir sind Wow. schuld. Verantwortlich eben für die Matrix. Ja, aus der Perspektive, aus Hörerperspektive, erhalten wir also die Matrix selbst aufrecht. Ja. Das ist richtig. Ja. Wir Aber. füllen unser eigenes Gefängnis sozusagen mit Energie. Ja, ganz Krasser genau. Scheiß. Krasser Scheiß.
Ja, buchstäblich. Muss man jetzt erstmal verdauen. Okay. Ja, wow. Ja, das wird einige wahrscheinlich wegblasen. Das sind dann auch oft so Sachen, da wo man dann anfängt, habe ich gemerkt, ah ja, das will ich nicht wissen, die sind verrückt, das schiebe ich weg, da setze ich mich nicht näher damit auseinander. Das ist so genau dieser Punkt, wo es immer anfängt. Ich habe mir euer letztes Video eben gerade angeschaut, fällt mir jetzt dazu ein. Das ist die, das muss ich kurz spicken, der Schock des Universums. Da geht es ja eigentlich genau darum, oder? Das war ja genau diese Sache. Da ist mir was dazu eingefallen. Ist es denn dieses Nichts auch, in dem Captain Jack Sparrow war? Weil das hat mich so daran erinnert. Ihr habt das so drüber erzählt, dass da so nichts ist und da ist keiner und niemand. Und ich kann mich da am Fluch der Karibik erinnern. Er war ja mit diesem Schiff da an diesem Strand. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kennt ihr Fluch der Karibik? Aber ich erinnere mich jetzt gerade nicht so an die Szene, aber ich Er wurde glaube, verbannt ins ja, Nichts. Genau, hast du und da nicht. war nichts. Da war dieses verdammte Schiff, da war dieser Sand und es war nichts. Und er ist dann wirklich einfach durchgeknallt, weil nichts war. Und im Endeffekt ist ja dann auch dieser Schock des Universums absolut nicht geeignet für Leute, die nicht bereit sind dafür. Weil wenn du da an diesen Punkt hinkommst, wie er das so erklärt hat, dann macht es ja so eine scheiß Angst, dass man dann gerne wieder zurück in die Matrix schlüpft und da einfach weitermacht, oder? Ja, aber man muss auch sehen, man kommt da ja erst hin, wenn man auch bereit ist. Also wenn du wirklich deine Schatten auch angeschaut hast, wenn du wirklich deinen persönlichen Aufstieg hinter dich gebracht hast. Also das geht nicht, dass du von jetzt auch gleich plötzlich im Nichts landest. Das Ah, nicht. Und wie du okay. sagst, es ist schon wichtig, die Schattenseiten auch anzuschauen und an sich zu arbeiten. Das ist klar. Aber man kann ja im Kleinen anfangen, in der Partnerschaft, mit den ganzen Streits. Das erzeugt so viel Lusch. Und ja. Ja, und man sieht ja in der gegenwärtigen Weltsituation, was für eine Spaltung eigentlich existiert, ne? Und wie stark die Konflikte sind. Und wie die auch immer wieder so durch die Medien gefüttert werden, diese Konflikte, damit diese Konflikte immer warm bleiben, immer heiß bleiben. Und das, was momentan an einer Energie freigesetzt wird, in der ganzen Welt, von Milliarden von Menschen, was da an Lusch freigesetzt wird, ist eigentlich eine gigantische Menge. Ja, und Lusche ist ja auch eine Währung da oben. Also sie wird nicht nur genutzt, um unsere Matrix aufrechtzuerhalten. Wir produzieren ja so viel, da bleibt sehr viel übrig. Und damit wird ja auch gehandelt. Und ja, wahrscheinlich nicht zum Besten. Da weißt du mehr drüber, Shiva, ich fühl's. Da weißt du mehr drüber. Erzähl uns mal von Handlungsplätzen. Es fühlt sich so an, als wüsstest du da, wo mit was gehandelt wird. Da will ich was drüber erfahren. Ich würde, es gibt doch diesen einen Film, das kommt dem schon sehr nah, bevor ich jetzt hier so lange aushole, Jupiter Ascending, das kommt dem schon sehr nah. Also das ist recht nah an der Realität. Es gibt aber auch noch höherdimensionale Wesen, Lichtstädte werden damit gefüttert, von Lichtwesen, sowas auch. Aber ja, aber ansonsten, Jupiter Ascending ist wirklich auch mal ein Blick wert, würde ich sagen, das kommt hin. Ja, ihr habt Ja. immer so super Science-Fiction-Tipps, das ist immer genial, wie man sieht, wie es vorher schon gezeigt wurde, wie es eigentlich ist und erst viel später, weil so gerade die alten Schinken sind ja oft ganz interessant, dass man da so reinschaut. Ja, super, ja, das ist spannend. Das heißt, es wird quasi mit uns gehandelt und mit unserer Energie auf einer gewissen Ebene. Also Ja, es ist ja klar. doch irgendwo so auch. Sind wir auch Sklaven oder würdet ihr sagen, das ist unsere Entscheidung, ob wir da mitmachen oder nicht? Beides. 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 Also wir sind schon Energiesklaven, ne? Und man sieht ja auch, wie das Geld in unserer Realität, was es für einen Stellenwert. Stellenwert bekommen hat. Und man sieht auch, wie das mit dem Geld läuft. Ne? Alle anderen haben wenig Geld und nur ein paar Große haben die ganzen Milliarden und Billiarden. Und da sieht man, dass wenn man jetzt Geld symbolisch nimmt für Energie, dann fängt man auch an, das zu verstehen. Und das endet nicht hier in der 3D-Matrix, sondern das läuft auf 5D genauso oder auf 4D. Nur, dass es da eben Energie ist, die da gehandelt wird und nicht wie hier das Geld. Aber es ist symbolisch gesehen eigentlich wie Geld. Je mehr Energie du hast, desto mehr Geld hast du.
So in etwa kann man das symbolisch betrachten. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass ein Mensch, der nicht viel Geld hat, jetzt keine Energie hat. Nein, nein. Schöpferenergie haben wir alle gleich viel. Aber die Instanzen, die eben diese Energie sammeln und die anhäufen, die haben eben, so wie man das mit Geld vergleichen kann, eben ein gigantisches Konto mit Energie. Mhm. Ja, das fühlt sich auch ganz oft so an, dass man sagt, auch wo jetzt einfach diese ganze apokalyptische Szenarie aufgetaucht ist, jeder weiß, wovon ich spreche, war es ja auch so, so viele Leute haben gesagt, es geht um Geld und das war auch das, wo man sich am besten connecten konnte auf der 3D-Ebene. Aber letztendlich weiter oben ging es ja dann auch irgendwo um die Seelen und um die Seelenkräfte und um dieses Lusch, von dem ihr sprecht. Ja. Ich würde einfach so total gern irgendwie den Zuschauern irgendwie so ein bisschen Hoffnung rüberschicken, dass sie das selber in der Hand haben, weil momentan wird ja wirklich von allen Seiten wieder rein bombardiert, dass wir keine Chance haben, dass wir folgen sollen. Und was ich absolut daneben finde, würde ich jetzt mal so sagen, dass in der Spiri-Szene gerade so viel davon gesprochen wird, dass wir eben nicht handeln können und dass jeder quasi folgen soll und diesen Platz einnehmen soll und nicht rebellieren soll. Und da fühle ich mich absolut unterdrückt. Da fühle ich mich so, wie wenn die Polizei mich ins Polizeiauto mit dem Kopf so reindrückt. Und könnt ihr da irgendwie mal bisschen was rüberschicken, wo ihr die Chancen seht? Wo können wir als einzelner Mensch jetzt aktiv tatsächlich was tun, dass wir was verändern im Größeren? Was gibt es dafür? Zusammenhalten. Wir müssen alle zusammenhalten. Und man soll sich auch keine Sorgen darüber machen, wenn man sich jetzt dazu entscheidet, ein Rebell zu sein, dass das irgendwie das Karma-Konto beeinflussen könnte. Nein, tut es nicht. Denn für die, die an Karma glauben, also wir glauben nicht an Karma, aber für die, die an Karma glauben, besagt das Karma-Gesetz, im Falle einer Selbstverteidigung wird das nicht als negative Karma-Punkte angerechnet, wenn man sich verteidigt. So zum Beispiel, wenn man ein Tier tötet, um es zu essen, ist es ja dazu da, um das eigene Leben aufrechtzuerhalten, das eigene physische Leben. Das wird auch nicht auf dem Karma-Konto verbucht. Und so ist es auch als Rebell. Oder wenn man sich wehrt oder in den Widerstand oder sowas geht, würde das überhaupt gar kein Karma irgendwie erzeugen. Karma erzeugt sich ja nur durch eine bewusste Absicht, jemanden zu schaden. Aber nicht, wenn man das für sich und seine Mitmenschen tut, um eben das eigene Leben zu verteidigen. Ja, zumindest es ist auch wichtig, erstmal bei sich selbst anzufangen, wirklich bei sich aufzuräumen. Denn je mehr du aufgeräumt bist, desto neutraler bist du auch. Und das ist wichtig in der Situation. Der Tiefenstaat will Spaltung, aber wenn du neutral bist oder aufgeräumt und im Reinen mit dir, dann entscheidest du dich nicht für die Seite oder für die Seite. Du bist neutral. Du weißt, was Recht ist oder Gerechtigkeit oder was wirklich gut ist. Und dafür setzt du dich natürlich ein und du stehst auf dafür und rebellierst. Aber in Wahrheit bist du nicht persönlich involviert. Das ist keine persönliche Geschichte. Nur du stehst auf für das, für deine Mitmenschen, für die Freiheit und für die Liebe der Menschheit. Weißt du, was ich meine? Neutral bei sich bleiben und dennoch aufstehen und sagen, für den Menschheit. Ja, verstehe ich gut. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, neutral bedeutet nicht, dass man sich da raushalten soll aus der Geschichte. Die Wertung raus, oder? Die Wertung. Die Wertung. Genau. Und sagen muss, geht man halt mit einem Lächeln auf den Lippen in den Tod. Ne? Im Herzen bleiben, bei sich bleiben einfach. Genau. Das ist wichtig. Ja. Und dafür muss man wirklich die ganzen Ego-Geschichten auflösen. Das ist wirklich wichtig, weil wenn du im Kleinen immer noch deine Dramen spielst, deine persönlichen, wie willst du die Welt retten, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber wie willst du neutral an wirklich diese Weltsituation herangehen und anderen Menschen helfen? Das schaffst du dann nicht. Du musst wirklich bei dir anfangen und aufräumen und bei dir ankommen. Ja, es heißt ja auch immer, first heal yourself, ganz, ganz alte Heilerregel, gell? Sehr wichtig. Wenn das jeder machen würde, gäbe es das alles hier gar nicht. Wenn jeder bei sich wäre und aus dem Herzen handeln,
hätten wir 5D. Ja, als Beispiel die Wettervorhersage. Ja, genau. Wie man die Schöpferenergie nutzt. Die Wettervorhersage ist da einfach super. Die Genau. Wettervorhersage sagt, ja, in 3 Tagen kommt ein Sturm. Und alle Schöpferwesen sagen, da kommt ein Sturm, Schatz, ne? Da kommt ein Sturm. Und die erschaffen dann diesen Sturm erstmal durch diese Energie. Das ist der Punkt. Habe ich Weil mir auch die, schon oft gedacht. ne, richtig. Das heißt, es wird also, ja, eigentlich verdreht. Ne? Alles wird verdreht in unserer Gesellschaft. Ja. Die Informationen werden verdreht, auch die Angaben oder das, was in der Schule gelehrt wird, sind alles verdrehte Aussagen. Ne? Die sind teilweise zu 180 Grad verdreht. Genau wie mit den Filmen, die wir so sehen können, im Fernsehen oder im Kino oder bei Netflix oder was weiß ich, wo man gerne Filme schaut, da haben sie auch die ganzen Genres verdreht. Ne? Eine Doku heißt Doku, weil man dann sagt, oh ja, das ist echt. Nee, Doku heißt Fantasy. Ne? Oder historischer Kanal, ne? History Channel. Auch Fantasy. Aber Fantasy, das ist Geschichte. Ne? Science Fiction, ne? Ist Realität. Ist Realität. Ne? Das lässt uns nach 5D schauen und was in Zukunft kommt und was es in Zukunft sogar schon gibt, weil Zeit ist ja auch irgendwo eine Illusion. Also die haben die ganzen Genres verdreht in dieser Realität. Hier ist alles verdreht. Da muss man eben. Starker Tobak, Jonathan, starker Tobak. Vorher schon das mit dem Karma, da will ich jetzt noch mal kurz drauf eingehen, weil ich komme ja aus dem yogisch-indischen und das, was du hier sagst, das schmeißt ja das ganze Weltbild von ganz vielen, gerade bei uns im Westen ist es ja sehr verbreitet, auch durch den Buddhismus, das schmeißt ja alles komplett über den Haufen. Und ich habe mich da auch schon öfter damit auseinandergesetzt und habe mir gedacht, nee, irgendwie manchmal habe ich so ganz minimal das Gefühl, ich werde dazu gezwungen, mir selber Karma zu erschaffen. Da ist gar keins. Könnte man das dann so sagen, dass quasi durch diese ganzen Informationen, die man auch teilweise wirklich von hochspirituellen Richtungen bekommt, man sich selber wieder einsperrt in eine Karma-Falle. Ja, also Karma ist ja ein System, ein Glaubenskonstruktsystem, das vor tausenden Jahren installiert wurde schon. Auch nicht, also auch von Aliens eigentlich. Und ja, die Religionen sind ja dafür da, die Menschen zu versklaven oder in eine Richtung zu lenken, der Deep State gerne hätte. Es das heißt nicht, dass die Religionen alle falsch sind oder dass alles falsch ist, was der Buddhismus sagt oder das Christentum. Das ist nicht so. Nur da sind eben auch sehr viele Falschinformationen einfach eingeschleust. Man sollte irgendwie nicht dogmatisch einer Religion folgen. Ich bin Buddhist und das ist die Wahrheit des Universums. Und aus dem Buddhismus das heraus filtern für sich, wo er denkt, das entspricht meiner Wahrheit. Und ja, der Buddhismus oder die Veden oder auch das Christentum, die haben viele Wahrheiten da drin. Aber die fühlst du dann auch, dass sie wahr sind. Und alles, was sich nicht richtig anfühlt, das lässt man sein. Deswegen dogmatisch einer Religion sich zu verschreiben, ist schon sehr schwierig. Da versklavt man sich tatsächlich selbst, wie du mit dem Karma gesagt hast. Genau. Karma ist eigentlich das Prinzip von Ursache und Wirkung. Das heißt, ich mache was Böses und dann wird mir das negativ auf meinem Karma-Konto notiert. Jetzt verhält es sich aber so, dass die Zeit, so wie wir sie kennen, ja nur in der 3D-Matrix existiert. Das bedeutet also, dass all unsere verschiedenen Inkarnationen auf diesem Planeten gleichzeitig existieren. Wenn die Inkarnationen gleichzeitig existieren, wir sie aber hier auf Erden nacheinander durchleben, wie kann dann eine bestimmte Ursache eine bestimmte Wirkung erzeugen? Und diese Ursache-Wirkungsprinzip ist ein Mindsetting. Und weil es ein Mindsetting ist, ist es mit dem Karma genauso. Denn alle Leben sind ja bereits schon gelebt, sonst hätte ja Shiva damals durch die Stimme nicht die richtigen Tipps kriegen können. Also auch dieses Leben haben wir schon gespielt hier. Richtig. Das, was wir jetzt aktuell, also wir sind eigentlich nur eine Erinnerung sozusagen. Ja. Das heißt, unsere Inkarnation, die gegenwärtig stattfindet, und das gilt für jeden Menschen auf der Erde, ist eine Erinnerung, eine nacherlebte Erinnerung.
eines Lebens, das schon gelebt worden ist. Und wenn man jetzt noch anderen Leben betrachtet, die existieren, in dem man gewesen ist, merkt man, dass Karma auf diese Weise, wie es uns beigebracht wurde, nicht existieren kann. Und wenn ein Karma existiert, dann auch nur im Rahmen der 3D-Matrix. So ist es, aber ich sehe schon das große Stoppschild bei ihr. Also nee, du hast es jetzt, das Karma komme ich jetzt am Arsch lecken, das hast du jetzt geschafft. Ja, es ist jetzt so. Ich habe mir schon auch, hab schon oft drüber nachgedacht, aber jetzt ist es so. Das Karma kann mich jetzt mal am Arsch lecken. Ich mache mir jetzt meine eigene Welt, so wie sie mir gefällt. Ja, das Karma ist eben eine persönliche Entscheidung. Wenn du zum Beispiel in diesem Leben jetzt jemand beseitigst, ne, und du verlässt dann deinen Körper, wenn du selbst stirbst, dann triffst du den, den du ermordet hast. Und dann denkst du natürlich, oh Mist, das tut mir so leid, was ich damals gemacht habe. Also das muss ich gut machen. Und bei der nächsten Inkarnation willst du das gut machen. Das heißt, Karma ist eine persönliche Angelegenheit. Es ist kein Gesetz. Jeder entscheidet selbst, wie viel Karma er hat oder was er an Karma angesammelt hat und was überhaupt Karma ist. Das ist eine individuelle Entscheidung und eine Währung, die nur in der 3D-Matrix gilt. Wenn du aus der 3D-Matrix aussteigst, gibt es kein Karma mehr. Auch kein persönliches mehr, weil das außerhalb des Spiels ja keinen Wert hat. Das ist wie Monopoly-Geld eigentlich. Es funktioniert, du kannst Monopoly-Geld nur bei Monopoly verwenden. Du kannst ja nicht in den Supermarkt mitgehen und Brot von kaufen. Ja. Ja, wenn wir jetzt schon so weit eingestiegen sind, dann haue ich jetzt auch einen raus, weil. Ich kann mich ja erinnern, ich habe ja dieses Leben geplant. Ich war ja auf dieser Planebene, ich kann mich daran erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass mein Partner im anderen Raum war und gleichzeitig geplant hat. Das war wie in so einem Film von Tom Cruise, so ein ganz alter mit diesen Precogs. Und da war so eine Fläche und da war so mein Leben drauf. Und ich habe mir das alles so gebastelt, wie ich das haben will und damit ich halt das lerne, was ich lernen will in dem Leben. Wenn ich das aber jetzt zu 100% annehme, weil ich weiß ja, ich erinnere mich ja dran, so wie ihr euch auch an ganz viele Sachen erinnert. Wenn ich das aber jetzt zu 100% annehme, dass das so ist, dann werde ich ja wahnsinnig. Weil mir passieren ja tagtäglich Sachen, die mir überhaupt nicht gefallen. Und dann würde das bedeuten, ich habe mir das alles kreiert. Wie gehe ich damit um? Naja, da liegt wohl noch einer in Kryokapseln. Ja, aber es ist halt so, ne? Also klar erschaffst du dir das. Du willst, du hast ja gerade selber gesagt, du hast dir das programmiert, um daraus zu lernen. Also natürlich begegnen dir dann tagtäglich Dinge, die dir nicht gefallen. Warum? Damit du daraus lernen kannst. Genau deswegen hast du es gewählt. Also akzeptieren ist ja das beste Hilfsmittel, würde ich sagen. Wenn es ist so, wie es ist. Wir wissen jetzt auch noch nicht genau, inwieweit man die Kryos umprogrammieren kann oder die Programmierung umprogrammieren kann, die wir da oben vorgenommen haben. Also kann sein, dass es möglich ist oder auch nicht. Aber wenn es nicht möglich ist, haben wir nur die Wahl zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Und dann auch wirklich auch das zu lernen, was wir uns vorgenommen haben, lernen zu wollen. Weil wir es eben so programmiert haben. Also Akzeptanz und Annahme. In dem Fall schon, ja. Ja. Es bringt ja nichts gegen sich, gegen die Programmierung zu wehren, wenn du nicht weißt, ob du sie ändern kannst oder nicht. Vielleicht geht's ja. Da gehen wir noch. Freien Willen hat man ja. Ja, schon. Ja, man hat schon freien Willen und man kann auch eben aus den Realitäten, die einem tagtäglich angeboten werden, das können kleine Entscheidungen sein. Gehe ich jetzt in die Eisdiele oder gehe ich lieber zum Bäcker? Ne, das ist ja schon da, wo wir unser freier Wille eben greift. Wo wir entscheiden können, ach nee, ich gehe lieber in die Eisdiele oder so. Ne? Oder ob man zu einer Party geht oder nicht hingeht. Und all diese Entscheidungen sind ja auch das, was so in der spirituellen Szene als Realität erschaffen gedeutet wird. Weil alle Realitäten existieren ja schon. Wir wählen nur aus. Und das ist eben unsere Willensfreiheit und natürlich unsere Schöpferkraft. Dass wir eine Realität nehmen, sie anziehen und dann physisch erfahren. Das ist dann wie so ein Sog, den ich mir erschaffe quasi.
durch Energie, weil dass ich mir einen Sog für eine Realität erschaffe oder auch einen Sog kreiere, ohne dass ich mir dessen bewusst bin, durch negative oder eben auch Dramen, wie wir vorhin gesagt haben, oder? Es wäre dann wie so, ich sende was aus und dann kommt die Realität, die am ehesten mit dem schwingt, was ich aussende, und das ziehe ich zu mir zurück. Wäre es dann so erklärbar? Ja, ja, richtig. Man soll jetzt nicht denken, dass wir irgendwie dem Determinismus anhängen würden. Das heißt, alles im Leben ist vorherbestimmt, du kannst eh nichts tun, also kannst dich zurücklehnen und wartest das Leben ab. Das stimmt auch nicht. Wir haben einen freien Willen und dieser freie Wille ist der, dass wir entscheiden können zwischen Realitätsoptionen. Und das ist auch der Punkt. Wenn du zum Beispiel ein Leben hast, in dem du viel Mist erlebst, dann liegt es an deinen Entscheidungen, dass es so ist. Das heißt, du kannst aufgrund deiner Entscheidungen dein Leben viel positiver machen, glücklicher machen und so weiter. Das geht. Ja. Auch depressiv zu sein ist eine Entscheidung. Und glücklich zu sein ist auch eine Entscheidung. Aber ob du jetzt depressiv deine Mission auf Erden erfüllst oder glücklich, das ist dem Höheren selbst letztendlich egal. Wenigstens du erfüllst deine Mission. Da könnte man dann aber noch mal eins weiter reingehen und sagen, wenn ich jetzt mir eine Realität angezogen habe, die mir jetzt nicht so gut gefällt, dann kann ich ja trotzdem noch mal, würde ich jetzt behaupten, weil das meine Erfahrung manchmal schon war, dass ich entscheide, wie ich auf diese Situation reagiere. Und dann kann ich ja, ja. Noch mal, oder? Die Wahl hast du immer, absolut, genau. Ja. Und das ist das Wichtige daran, ja. Wie wir uns in unserem letzten Video das erklärt haben, oder als ich das erklärt, die Frau, die ins Schlafzimmer kommt und sieht da ihren Mann mit einer anderen Frau im Bett. Und dann kommen die Optionen. Ich schmeiß den Mann raus, Option 1. Option 2, schmeiß die Frau raus. Option 3, schmeiß beide raus. Option 4, ich lege mich dazu. Das sind die Optionen. Und in dem Moment kommt der Schöpfer und er schafft eben die Option, die gewählt worden ist. Ja, aber die Optionen, die entscheide ich ja dann wieder aus meinen Programmierungen, weil gerade bei diesem Beispiel, das du jetzt gerade bringst, da habe ich ja ein Riesenproblem, weil ich habe ja Programmierungen und die bringen mich dazu, eifersüchtig zu sein, mich zurückgewiesen zu fühlen, etc., etc. Ja, da korrekt, ist nämlich das ist der Schlüsselpunkt. Das ist genau. Die Lusch-Geschichte. Das sind eben das, wo du bei dir ansetzt, um eben nicht mehr Lusch zu produzieren. Genau bei diesen alltäglichen kleinen Situationen. Die Spaltung, das ist eine Spaltung zwischen Mann und Frau. Klar. Da ist dein Punkt zum Einsteigen. Ja. Und unsere Programmierung, die gesellschaftliche Programmierung, ist darauf konzipiert worden, dass Spaltung aufrechterhalten. In allen Fällen, ob es jetzt die Ernährung betrifft, Beziehungen zwischen Mann und Frau oder zwischen Gleichgeschlechtlichen, völlig egal. Spaltungen müssen erhalten bleiben. Und das ist die gesellschaftliche Programmierung. Ja. Wie du ja schon sagst, unsere Programmierung wird dann letztendlich dafür stimmen, welche Entscheidungen wir treffen. Wenn du eifersüchtig bist, schmeißt du beide raus oder... Ja, oder was weiß ich, wie schlimm eifersüchtig man so werden kann. Spannend. Oh, das ist krass. Das wird manchen gar nicht gut gefallen. Weil ja, ist so. Weil im Endeffekt bedeutet das, wir sind eigentlich die Opfer unserer Programmierungen. So gesehen, ja. Ja, ja. Weil wir die Programmierung angenommen haben und auch ihr zugestimmt haben. Das ist wie bei der Ernährung. Wenn man sich einen Apfel von Bill Gates in den Mund steckt, dann ist das deine Zustimmung. Boah, hart zu verdauen alles, hart zu verdauen. Da werden die Zuschauer schauen. Na, da habe ich jetzt was zu überlegen. Ich würde gern ein bisschen was über eure ganzen Geschichten da, was man da machen kann, weil ich habe das Gefühl, der Handlungsspielraum tagsüber, der ist jetzt für viele Menschen sehr eingeschränkt. Und ich kenne ja eure Methoden ein bisschen und
Vielleicht gibt's nachts Handlungsspielräume, könnt ihr euch da vielleicht irgendwie vorstellen, dass man den Leuten was mitgeben kann, wie man vielleicht auch mit nächtlichen. Ich hatte gestern auch ein schönes Interview mit jemandem und der hat gemeint, ihm ist irgendwann klar geworden, ich kann tagsüber nicht agieren. Abends schieße ich mich entweder mit Bier oder Marihuana weg, also habe ich nachts auch keine Handlungsspielmöglichkeit. Also habe ich eigentlich überhaupt keine Chance, irgendwie da was zu regulieren. Was könnt ihr denn so empfehlen, was man so quasi jetzt im Schlaf oder vorm Schlaf macht, dass man da vielleicht sich auch Informationen reinholt? Ganz kurz, du kannst immer im Alltag, es gibt in jeder Situation, also es gibt so viele alltägliche Situationen. Einfach, wenn du in eine Situation kommst, die dir nicht gefällt, einfach mal ganz kurz innehalten. Das geht ja, das reichen ja 3 Sekunden. Einfach innehalten und sagen, stopp, das ist meine Programmierung, die Eifersucht, das ist gar nicht meine Eifersucht, zum Beispiel, sowas. Einfach mal innehalten und das immer wieder machen. Irgendwann potenziert sich das und irgendwann wirst du ganz anders darauf reagieren. Einfach nur in dem Moment bewusst machen, dass das jetzt nur eine Programmierung ist, reicht schon völlig aus in dem Moment. Also das kannst du auch auch ein hart arbeitender Mensch kann das, der den ganzen Tag beschäftigt ist, kann 2, 3 Sekunden innehalten und sagen, oh nein, das gehört gar nicht zu mir, oder es gehört zu mir, aber es ist nur meine Programmierung. Also es das heißt nicht, dass man nicht im Alltag immer was tun kann oder bewusst bleiben kann und sagen kann, hey, nee, so nicht, ich möchte ab jetzt anders reagieren. Das wird nicht auf Anhieb gelingen, aber immer wenn man die Situation beobachtet und da reingeht und sich ein bisschen zurücknimmt, das bewirkt was über die Zeit, über die Wochen und Monate auf jeden Fall. Aber jetzt zum Schlaf. Klar. Na, schöner Danke fürs. Input. Danke, Shiva. Wichtig, sehr wichtig. Danke. Ja, aber für den Schlaf haben wir natürlich auch was. Die Träume Da seid natürlich. ihr Spezialisten, glaube ich. Ihr schlaft ja, glaube ich, soweit ich weiß, auch tagsüber mal, um da wieder irgendwie Informationen reinzuspulen. Ihr habt ja da so ganz Auch klare Informationsquellen, ja. ja, wir haben zwei Ebenen, auf denen wir halt technisch dann unsere Übungen, unsere Meditation machen oder halt unsere Technik anwenden. Im Wachzustand haben wir eben eine bestimmte Supertechnik, die kennst du ja. Und im Traumzustand haben wir natürlich auch sowas, ne? Für die nachts wie das Astralreisen erlernen. Das Astralreisen bedeutet, man löst sich von seinem Körper und kann dann die ganze Welt bereisen. oder Oder die Träume oder hypnagoge Zustände, wo Shiva hier die Fachfrau ist, mit Hypnagoge. Traumprogrammierung zum Beispiel finde ich auch gut, dass du dir vorher vornimmst, was du träumst, was du lernen möchtest, und dann lernst du das im Traum und nimmst es dann in den Alltagszustand mit. Das haben wir auch gerne gemacht eigentlich, so Traumprogrammierung. Ja. Da muss man aber schon sehr überzeugt sein, dass man auch wirklich träumt, was man sich vorgenommen hat oder was man sagt, so das möchte ich jetzt lernen. Und wenn du keine Zweifel hast, dann träumst du das auf jeden Fall und lernst es dann auch. Wow, spannend. Sehr, sehr spannend. Ja, euer Haupttool ist ja die spirituelle Dissoziation. Jonathan hat jetzt, glaube ich, ist schon das dritte Buch, oder, das du jetzt rausgebracht hast, glaube ich. Shiva hat Ja. auch ein Buch, glaube ich, immer noch am Schreiben, oder? Bin ich da richtig informiert? Das wird ein dicker Chakra-Schmöker, oder? Ja, genau. Und diese spirituelle Dissoziation, die ist ja eins der spannendsten Sachen, die mir jemals begegnet ist in meinem Leben. Ich bin ja wirklich schon durch alle spirituellen Traditionen durchgerauscht. Ich habe mir alles angeschaut, was irgendwie so in meinem Feld aufgetaucht ist. Bin immer reingesprungen, jeden Abhang runtergesprungen. Und bei eurer spirituellen Dissoziation finde ich eben eine Sache so aufregend und spannend, und ich glaube, das geht den Zuschauern genauso. Und das sind halt diese Hosts, die man dann irgendwann erkennen kann. Also für mich war das halt ein Hauptgrund, um tiefer in die Disso, sagt ihr ja, das ist so ein nettes Wort, in die Disso einzutauchen. Und mich würde jetzt interessieren, was bedeutet das, wenn ich jetzt diese spirituelle Dissoziation mache und dann habe ich das Gefühl, ich bin, was mir schon passiert ist selber, wo ich die Disso gemacht habe, ich bin in einem Fake-Leben und es laufen
Fake-Menschen rum. Ich hatte das einmal sogar während der Pandemie im Supermarkt. Ich war wirklich absolut und 100% davon überzeugt, dieser Supermarkt wurde jetzt exakt für mich genau dahin und da war nur Haus drin. Das hatte ich einmal. Und ich dachte mir, wow, das ist mad, weil die haben mich nicht mal gesehen, die haben mich nicht mal wahrgenommen. Ich konnte mit dem Einkaufswagen vor denen direkt straight rüberfahren. Ich bin keine unauffällige Person und die haben nicht reagiert. Wie kann das sein? Was ist da los mit diesen Hosts? Was bedeutet das? Also zuerst müssen wir mal erzählen, was du mit Hosts meinst. Also wenn du die Dissoziation praktizierst, erkennst du ja, dass die Matrix konstruiert wurde um uns herum. Und die Statisten für die Zuschauer, das sind ja, naja, NPCs, Non-Player-Character. Das heißt, die sind nicht echt, die sind nur computererzeugte Animationen, um die Matrix zu füllen. Das heißt, wenn du ins Café gehst, hast du auch tatsächlich einen Kellner und eine Bedienung. Denn wenn die Matrix plötzlich abgeschaltet werden würde, gäbe es diese ganzen Statisten oder diese erzeugten Figuren nicht mehr. Es gäbe viele Städte nicht mehr. Ohne die Matrix wäre hier nur Natur und einige Dörfer oder Kleinstädte und ungefähr 7 Milliarden Menschen weniger. Und eben, wie du sagst, durch die spirituelle Dissoziation erkennst du eben, dass du die Matrix erschaffst mit deiner Lush-Energie und eben auch die NPCs, Statisten, genau. Ja, die werden von der Matrix erzeugt. Das kennt man ja aus dem Computerspiel, ne? Da läufst du halt da durch die Gegend und musst deine Mission erfüllen. Und du begegnest da vielleicht einem Kaufmann, der dann zu dir sagt, ich habe hier ein tolles Schwert für dich. Möchtest du das kaufen? Und das ist kein echter Mensch. Der wurde dann halt von dem Programmierer erschaffen, um dich in dem Spiel zu unterhalten. Und das ist eben auch der Sinn der 3D-Matrix. Die 3D-Matrix soll dich hier unterhalten. Und wenn natürlich hier Schöpferwesen hinkommen, die kommen ja mit Amnesie hier rein. Die haben ja überhaupt keine Erinnerung, wer sie eigentlich wirklich sind, woher sie gekommen sind. Nichts. Die kommen hier rein und die wollen natürlich keine leere Matrix sehen. Die wollen ja unterhalten werden dann, ne? Die wollen ja was erleben in der Matrix. Und dazu hat eben die Matrix-KI eben die Statisten erschaffen, die dann hier rumlaufen. Und das erkennt man nur in der Dissoziation, diese Statisten. Das ist das Interessante. Also in der Regel erkennt man das nur in der Dissoziation. Die Dissoziation ist ein Zustand, in dem ich nämlich meine ganze Programmierung temporär auf Eis lege. Das heißt, ich bin ja der, der ich glaube zu sein, aufgrund meiner Erinnerungen und Lebenserfahrungen. Solange ich auf meine Lebenserfahrungen zugreifen kann, definiere ich mich ja als die Person, die ich gegenwärtig bin. Aber was ist, wenn ich keinen Zugriff mehr auf diese Erinnerungen hätte? Temporär. Dann könnten die ganzen Programmierungen, die mir beigebracht worden sind in der Schule, von den Eltern, von Freunden, von der Gesellschaft, von den Medien und so weiter, haben in dem Moment keine Wirkung mehr. Du Denn vergisst es halt einfach. Vielleicht sogar deinen Namen passiert auch. nur temporär, keine Sorge, ne? Es geht nur darum, dass man eine Minute lang es schafft, in den dissoziativen Zustand zu kommen und dann siehst du die ganzen Statisten. Und jeder, der diese Technik anwendet, sieht das Gleiche. Und da kann man nicht von Halluzinationen sprechen. Das geht ja gar nicht. Jeder, der die Technik anwendet, kommt zu den gleichen Ergebnissen. Und wir haben Kontakte zu Hunderten, die das machen. Und da, die bestätigen uns das alle, die das erlebt haben. Genau wie du jetzt. Du hast die Technik angewendet und hast im Supermarkt tatsächlich gesehen, oh Gott, die sind ja gar nicht alle echt hier, hier sind ja Statisten drunter. Ja. Ja, man kommt sich dann sehr überflüssig oder einsam vor zwischen Plätzen. Dann war Ja, halt schon. ja. Bleibt nicht viel übrig, wenn die Matrix wegfällt. Vielleicht bleibt aber auch das Schöne übrig. Nur Könnte ich das mir. Schöne. Ja. Weil Ja, wir wenn haben. du auf einem Festival bist und fühlst dich total alleine, kann es durchaus sein, dass du in dem Moment wirklich der einzige Schöpfer, das einzige Schöpferwesen auf dem Festival bist. Ist Kann oft so. durchaus sein, Ist ja. uns auch schon passiert, also öfter. Da sind da Tausende in der Stadt und du fühlst dich völlig allein, weil es so ist.
Ja, das habe ich schon auch so oft gerade eben von Hochsensiblen gehört, dass sie sich teilweise einsamer fühlen, wenn sie unter vielen Menschen sind, als wenn sie alleine sind oder mit zwei, drei Personen, also jetzt Menschen sozusagen. Dass das wirklich, wow, das ist krass. Das Ja, ist ist auch echt. klar, warum die mit den zwei, drei Menschen in zusammen sind. Das sind wahrscheinlich ihre Freunde und die sind wahrscheinlich auch Schöpferwesen. Weil die ziehen sich ab gegenseitig. Und da fühlt sie sich nicht allein, ne? Weil sie sagt, oh, ich habe hier einen Schöpferfreund. Ne? Ja. Aber es kann durchaus sein, dass du durch eine Stadt läufst und die ganze Stadt besteht nur aus Statisten. Es gibt auch Statistenstädte. Das sind nur Statisten. Da kommt vielleicht mal ein Schöpferwesen durch, ne? Ein Mensch. Ne? Der kommt da vielleicht mal durch und schaut sich alles an und fährt dann wieder, aber das war's dann. Also da ein Beispiel, Jonathan, was wäre jetzt so eine Stadt, damit ich da keinen Urlaub plan, weil das will ich nicht. Wir wissen, wir kennen zwar welche und haben welche gesehen, aber wir lassen das mal. Ja, wir wollen Okay, jetzt nee, so gut. nicht kaputt Good machen. information, no problem. Aber Wien ist zum Beispiel eine echte Stadt. Da kann man durchfahren und wird auch, ist keine Statistenstadt. Genau, Ja. machen wir das mal so positiv. Genau. Wien ist, ja, Wien ist ein schönes Ziel. Wien ist ein Okay. Ziel. Genau, cool. Wow, das sind viele, viele ganz wilde Informationen, die wir da haben. Ja, ihr seht schon, also Shiva und Jonathan sind tief in dieser Materie drin, gerade von den Starseeds und eben auch über Transformation und Superpowern. Ich würde echt auch behaupten, die spirituelle Dissoziation ist eine Superpower. Also wenn ihr irgendwie weiterkommen wollt in der Hinsicht, dass ihr euch selber besser erfahrt und die Matrix besser versteht, dann holt euch die Bücher. Und was ich jetzt unbedingt noch gern sagen möchte, und dann hätte ich noch eine Frage an euch am Schluss, aber ich möchte unbedingt noch sagen, haut das Netflix und das Amazon Prime in die Tonne und geht zu den Matrixern in die Academy, weil das wird 100-mal spannender als das andere. Ja, also muss ich jetzt wirklich mal sagen, seit ich persönlich das ersetzt habe, ich schaue mir schon noch gern mal einen Film an, Science Fiction, auch mal gerne eine Komödie, wenn es interessant ist. Aber ansonsten habe ich mir angewöhnt, abends, wenn der Bildschirm läuft, dann ziehe ich mir was rein, was interessant ist. Und das ist unter anderem auch die ganzen Matrixer-Infos und Videos. Absolut, möchte ich jetzt nur mal empfehlen. Und was ich mir jetzt noch wünschen würde, weil jetzt sprechen wir schon so ein bisschen über eine Stunde, ich hätte gern von euch so einen Instant-Tipp noch im Alltag, wenn es mich quasi total übermannt. Sprich, ich bin eben gerade in diesen Räumen, wo diese vielen Menschen sind und diese vielen Energien sind da und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann. Und gibt es da irgendwas, was ihr zwei, gerne auch jeder für sich, persönlich nehmt, um dann wieder zu sich zu kommen, bei sich zu sein, um sich wieder da irgendwo zu verorten oder zu verankern in sich selbst. Shiva, gerne. Also, ja, also jetzt heutzutage nicht mehr, aber früher einfach mal ganz kurz die Augen schließen, wenn es geht, oder nach innen schauen einfach und ganz tief durchatmen. Einfach wirklich bei sich alles außenrum einfach mal abschalten und dann tief durchatmen. Das ist eigentlich das, wo man am schnellsten erstmal wieder zu sich und in seine Mitte kommt, wenn es wirklich richtig akut ist. Das Einfache ist immer das Gute, ja, sehe ich auch so. Einfach ist es einfach, ja. Du kannst nicht durch Denken jetzt wieder in deine Mitte kommen. Das wird nicht funktionieren. Aber Ja, das ist ja das Schöne an der spirituellen Dissoziation. Du kannst sie überall anwenden. Im Supermarkt, im Park, in irgendeinem Wartezimmer oder selbst an deiner Arbeitsstelle oder beim Kochen oder Spülen oder was auch immer. Du kannst die Technik immer verwenden. Kannst du immer einsetzen. Die spirituelle Dissoziation ist keine Meditation, sondern eine Technik, die man überall einsetzen kann. Und da kommst du sofort wieder in deine Mitte. Wenn du in einer Situation, die dir vielleicht nicht gefällt oder die dir unangenehm ist oder sonst was, denk einfach nicht in dem Moment. Und das ist eben unsere Dissoziation, ne? Dass man nämlich nicht denkt für einen bestimmten Zeitraum und sich nichts vorstellt. Weil die ganze Lush-Energie, die ja die Menschen auf der Erde erzeugen, erschaffen sie ja durch ihr Denken, ihre Erwartungen, ihre Überzeugung und ihre Programmierung wegen.
Dadurch entstehen ja die ganzen Konflikte, weil sie alle so programmiert sind, die Programme zu leben, die eben auf Konflikte ausgerichtet sind. Die Dissoziation kappt die ganze Schöpferenergie in dem Moment und staut sie. Das heißt, du kannst die Schöpferenergie ja nicht mehr anwenden durch dein Denken und dein Fühlen und deine Vorstellungen. Die Dissoziation stoppt die Schöpferenergie und baut einen Staudamm auf. Du hältst das für eine Minute aufrecht und dann ziehst du die Wand weg und lässt dann die Energie raus. Und da kommt hundertfache Energie plötzlich raus, in dein Bewusstsein geschossen und bringt dich in einen höheren Bewusstseinszustand. Das ist eben der Trick der spirituellen Dissoziation. Okay. Denk nicht mehr, sagte der Jonathan. Ja, es gibt immer wieder Situationen, da geht's einfach nicht. Das ist richtig. Da hilft nur tief durchatmen. Ja, genau. Oder eine rauchen oder so. Ne? Ja, kann man auch machen. Habe ich jetzt aufgehört. Hat mich auch nicht weitergebracht. Wow. Ja, ich sehe schon, die Dissoziation ist einfach was, da kann jeder mal damit anfangen. Gefällt mir super gut. Da haben wir jetzt eh so viel drin gehabt. Ich glaube, das ist mal rund jetzt. Die Leute haben was zum Nachdenken. Ich würde wirklich nochmal euch auffordern, schaut bei den Matrixern vorbei, schaut in der Academy vorbei, weil ich bin selber so begeistert davon. Mich hat es tatsächlich so nach vorne gehauen, weil ich so in diesen Denkstrukturen von den spirituellen Systemen drin war und mir hat es so viel gebracht, da rauszukommen und mal das fallen zu lassen, diese ganzen Bewertungen eben. Wertung ist sowieso was, das uns überhaupt nicht weiterbringt. Hinter der Wertung ist die Chance. Interview von Shiva und Jonathan, das könnt ihr euch wahrscheinlich jetzt 20, 25 Mal anschauen und ihr denkt euch jedes Mal wieder, oh wow, what is that? Gell? Also das ist krass. Ich finde es toll, dass ihr bei mir zu Besuch wart. Super spannend, wie immer. Ich würde mich mega freuen, wenn wir mal wieder quatschen. Ja. Habt ihr noch irgendwas so, was ihr gerne jetzt dem Publikum noch sagen möchtet oder findet ihr es auch rund oder gibt es noch irgendwas, irgendeine... Ist schon ziemlich rund, glaube ich auch. Ja, schön. Freut mich. Nee, ich finde es auch sehr rund und wir hoffen, wir haben jetzt euch nicht überfordert. Aber ich denke mal, wie gesagt, man kann ja auf unsere Webseite kommen oder sich unseren YouTube-Kanal anschauen. Da haben wir ja schon über 200 Videos oder sowas, glaube ich. Ne? Da reden wir über eben noch mal viel detaillierter. Und wir würden uns freuen, wenn du mal vorbeischaust. Ja. Und du kennst das ja, ne? Super, du kennst das ja schon ganz gut. Ja, natürlich kenne ich das. Ich bin immer dabei. Ich bin vor allem bei den Lives sehr gerne dabei. Und wo ich total drauf stehe, sind die Zoom-Live-Calls. Die sind zwar kostenpflichtig, aber so minimal. Da kannst du nicht mal ins Kino gehen dafür. Und du kannst wirklich dich öffnen mit deinen spirituellen Sachen und das ist einfach eine tolle Sache, da bin ich totaler Fan davon. Also das ist wirklich was, würde ich jedem empfehlen, der gerne mal über diese Sachen, die ihm passieren und die man nicht der Mama oder dem Partner vielleicht sogar manchmal nicht erzählen kann, dahin zu gehen und einfach das da in den Raum zu schmeißen, weil man wird super abgeholt von Shiva und Jonathan, extrem menschlich, mit viel Humor, gefällt mir sehr gut. Ja, danke, dass ihr da wart. Danke für die Einladung. Danke an die Zuschauer und ja, viel Spaß bei der Transformation und ein schönes Schöpferleben wünsche ich allen. Ciao. Ja, ciao. Dir auch. Ciao.